Das jetzt mal in der Reihenfolge der Nummern. Der schnellste mit der Anmeldung dieses Jahr war der Tim. Nebenan, der hat seinen Vater angesehen. Die Bälle, wenn er kaputt geht, ist es nicht schlimm, aber möglichst wollen wir die nächste noch nehmen. Ja, anhauen sollte er schon. Bitte? Viel Spaß. Drei Sekunden kann ich doch nicht einstellen. Du kannst doch anfangen und stoppen und zählen, oder? Ja, kann ich eigentlich machen, ja. Naja, also. Lieber Jürgen. Erster Versuch vorbei. Wir haben noch zwei.
direkt dabei. Siehst du? Ungültige Aktion. Bleibt 4-2. Kurze Ballführung. Ab, 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 ab. Nee, ungültig. Und die 1. Geh doch durch, geh doch durch. Ein Punkt. Genau, seitliche Stellung, ja. Hast du dir, jetzt kommen wir endlich mal dem Dribbeln nach. Posten, posten. Pass auf, die machen uns einen Bauerntrick. Jetzt hast du ihn. Oh, schade, scheiß Stange, Jonas. 17-6. Warten, Kevin. Hoch hier, fallen. Und los. Finden ein, zeitig genug, Kevin. Oh, klasse. Komm, berühr noch. Berühr noch. Hey, klasse. 19-6. Immer Ball. Tauscht. Was machst du hier? Weiter, weiter, weiter! Guck mal da, einer. Andere Seite, schneller! Zu lange, Marius! Klasse! Guck mal, Spruch hat, beweg dich! Jetzt mit links, Kalle. Los geht's. Du bist dran. Weiter, Mario. Hohes Tempo. Jetzt wieder alle mit links. Schießen kannst du, wie du möchtest. Und das Tor und schieben. Durchspielen. Ja, nicht durchdribbeln. Durchspielen. Und eindribbeln. Ist ein bisschen eng, aber auf kleinen Raum. Schon mal die kleinen Raummotorik, die ist ganz wichtig. Jawohl, teilt selber eins, ja gut. Halt mal. Groß machen, mach's gut groß. Ja, und dann gleich mal immer noch mal die nächsten Minuten, die wir gegen uns gehen,
6 und. Ja. Ja, im Training geht das eigentlich. Also im Training ist es eigentlich okay, mit einem Spiel ziemlich laut. Kann schon mal sein, dass du mal einen Anschiss kriegst. Das ist schon immer normal, aber im Spiel ist es meistens so, dass ich dann auch viele Zuschauer habe, schaltest du eigentlich das durch. Kriegst das auch gar nicht mehr mit, was du drin hast. Du hast eine Saison gegen meinen Spieler, das ist immer wieder ziemlich schwer. War es sehr schwer gewesen oder war es schwer? Leicht war es nicht. Ja, das ist Ausnahmespieler. Leise. Ratte! Oh ja? Echt, ne? Wir kommen jetzt mal so für die Dinge, die wir hier auszeichnen wollen. Ganz wichtig war ja für uns, wir haben ja viele Tests gemacht und Spielformen und mit den Techniken des Passen, des Dribbeln, des Schießen, der Ballkontrolle. Oder das Quiz ist in diese Wertung mit eingegangen. Und diese Einzeltests, diese Elemente, die dort vom Fußball-ABC, ich kenne das. Vielleicht lenkt das jetzt noch ab da hinten. Vom Fußball-ABC kennen und vom sportmotorischen Test, diejenigen, die dort an einem Stützpunkt trainieren, wissen, von was ich rede. Das haben wir alles einfließen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gehen die Bombe zum Knallen. Christoph Rettig. Willkommen. Oh, er ist ein schmerzverzerrtes Gesicht. Dem tut alles weh. So soll es sein. Du willst die beiden Freund. Der mag nicht. Der geht auf den Kunstmarkt. Ja, mein Gott, da. Marc, gehst du mal zum. Guck mal, hier Flachewelle spielen. Was will er mit der Kette da oben? Wunderbar, wunderbar.
der Schütze mit der Runde Nummer 24. Toni Weinstein. Hört auf zu schreien hier. Wo geht denn der Kleine hin? Mach du doch. Das war ja Christoph. Ja, wo geht's denn dann, ey? Wo geht denn Jojo hin? Der Jojo wird jetzt verarztet. Kommst du dann wieder her?